Servus, meine liebe Südklangharmonika-Freunde. Herzlich willkommen bei heutigen Livestream. Ich weiß, dann noch viele Menschen auf der Urlaub. Da genießen die Zeit in diesem momentan wunderschönen Wetter. Fast zu heiß, aber trotzdem, ich habe gesagt, ich muss mich melden bei euch. Hoffentlich geht es euch gut und dass ihr mich alle hört. Ich schaue jetzt gerade da drin. Es ist alles okay, denke ich. Hört mich doch. Servus Karl, grazie, servus der Dirk. Ich habe gesagt, ich würde mich vorher ein bisschen melden mit dem paar Musikstücke, dass wir doch diese, letzten 14 Tage in Slowenien ist die Morale nicht so ein bisschen auf dem Boden, dass wir das trotzdem ein bisschen draufbringen, und da hilft hier ihr auch mit, muss ich ehrlich sagen. Und darum habe ich jetzt ausgewählt ein Lied von meiner Tochter, von Aida, und ein Lied daheim im alten Vaterhaus ist ein Volkslied, slowenische. Wisst ihr, meine Lieben, daheim im alten Vaterhaus, ich hoffe, da habt ihr alle schöne Erinnerungen auf die Jugendheit, Vaterhaus, Mutterhaus, egal wo ihr aufgewachsen seid, von mir aus auch bei Oma oder Opa, wichtig ist, wisst ihr, dort wo die Jugendheit ihr gebracht habt, dass ihr schöne Erinnerung auf diesen Gebiet, Ort, Haus, egal was, Wohnung habt. Leider ist bei vielen anderen jetzt in Slowenien von 14 Tagen ganz anders geworden. Die haben diese schönen Erinnerungen auf alles verloren. Aber wisst ihr, es gibt genügend gute Leute. Da habt ihr alle Herz aufgemacht und habt ihr diesen Leuten geholfen. Obwohl, da haben sie mit denen nie zusammengekommen oder haben sie die nur in YouTube gesehen. Warum habe ich gesagt jetzt YouTube? Weil wir haben eigentlich das Geld für meinen Musikkollege Marian, der das 3 Jahre bei uns gespielt hat, gesammelt. Und da waren sie sehr großzügig. Ich war am Montag bei ihm, jetzt nach den 10 Tagen haben die mich endlich ins Tal eingelassen. Und wenn ich zu ihm gekommen bin, wissen Sie das, ich habe mich kurz dann gemeldet. Es war sehr traurig, was ich gesehen habe. Noch mehr traurig wie das war das, dass die auch die Regierung und alle, jetzt haben die 14 Tage voll berichtet über Katastrophe und alles, und jetzt nach dem 14 Tage Zivilschutz ist weg, jetzt geht Militär weg. Die Straßen haben irgendwie hergerichtet, dass du wieder ins Tal einfahren kannst. Strom haben zu Leute gebracht und Wasser. Und der Rest müssen sich Menschen selber helfen. Aber Gott sei Dank gibt es solche Leute wie ihr Satz, und da habt ihr gespendet und Geld ist in die richtige Hände kommen. Heutige Livestream würde ich so machen, wie gesagt, menschliche Hilfe. Und ich habe gesagt, wisst ihr, menschliche Hilfe ist ganz wichtig, und ihr habt die Hilfe gezeigt. Alle, die das jetzt drin sind, live, der Dirk, Karl, Andreas Ziesler, Christian Wolf, Alexander Pazeka, jeder von euch hat was gespendet. Ich bedanke mich, Geld ist in die richtigen Hände gekommen, und jetzt kann ich schon sagen, wie viel das gewesen ist, weil heute war ich noch in Mengesch. Mengesch kennen Sie alle. Mengesch ist, bei Sandy muss ich Lepos drau. Aus Pristave na Dolenskem. Liebe Grüße, Sandy ist in Slowenien. Sandy ist eigentlich da nur 20 Kilometer weg von mir. Und ja, Sandy, liebe Grüße. Hoffentlich sehen wir uns, aber morgen, übermorgen ist bei mir sehr gespannt. Samstag spielen wir noch und am Sonntag fliege ich weg. Aber nicht für immer und ewig, nach Kanada, das wisst ihr ja schon. Was ich sagen will, da haben viele Leute gespendet. Ich war am Montag bei Marian und jetzt würde ich gerne euch ein Bild zeigen. Schauen Sie jetzt bitte das an, den Bild. Ganz links ist der Marian mit dem Kuvert und neben dem Marian ist der Zvetko.
sein Verwandter, quasi auch Nachbar, nur etwa 200 Meter weg von Marian seine Haus. Was ist passiert am Montag, wenn ich dort im Tal gewesen bin? Wissen Sie, meine Lieben, ihr habt jetzt gesammelt insgesamt 6.000 Euro. 6.000. Ich bedanke mich recht herzlich. Ich habe gesagt, ich muss mich melden. Und schauen Sie da bitte nur an, was mit Zvetko seinem Haus passiert ist. Treppen sind weg, unten die Fassade, alles weg. Das haben schon jetzt viele Menschen ihm geholfen, aber schauen Sie, was mit Haus passiert ist. Ist Katastrophe, echt. No, und wissen Sie, was passiert ist? Ich bin zum Marian gekommen, ich habe gesagt, schau, für dich haben wir Geld gesammelt und so, aber er persönlich auch eine, diese Herzenseite gezeigt, menschliche Hilfe, dass die anderen auch Geld brauchen, hat er gesagt, die bedanken sich recht herzlich für euer Spenden. Nur wissen Sie was, hat er gesagt, freilich, wir könnten nicht den Welt retten. Aber Marian hat mir heute, hat mich angerufen, hat gesagt, René, ich bedanke mich noch einmal, ich habe heute schon neue Waschmaschine geholt. Und freilich, wenn du auf die Kasse kommst, musst du die zahlen. Und Gott sei Dank hat euer Geld gehabt. Und ich war bei Marian, habe gesagt, schau, das haben wir für dich gesammelt, nicht nur für dich, weil ich muss eine Geschichte noch erzählen, das kommt noch da dazu. Und zwar, Marian hat gesagt, René, da sind noch die Leute hier im Dorf, die das noch mehr brauchen wie ich. Freilich, wir brauchen alle. Und da gibt es meinen Nachbar, mein Verwandter, der Zvetko. Seine Frau lebt nicht mehr. Noch einmal, ich zeige noch das Bild vor ihm. Das müssen Sie jetzt sehen. Nochmal. Und zwar, das ist der in der Mitte. Und hat Marian gesagt, wir teilen jetzt diesen Geld. Ich nehme Hälfte und zum Zvetko bringen wir auch Hälfte. Und meine Lieben, wenn ich zum Zvetko gekommen bin und wenn ich gesagt habe, wer ich bin, wo kommt der Geld her, er hat geweint wie ein kleines Kind. Nicht nur er, ich, Marian, alle haben wir geweint. Darum. Danke. Und absichtlich habe ich heute hier Jesus und Maria. Und wissen Sie, was da interessant ist? Diese Bilder, das sind die Bilder von meinem Urgroßvater, die sind über 100 Jahre alt. Aber merken Sie was, was die dort diese Bilder, es ist nicht nur, dass das Maria ist, weil letzte Woche war Maria Himmelfahrt. Schauen Sie, da die hat Herz aufgemacht. Herz. Schauen Sie das. Herz. Und Jesus auch. Mit aufgemachtem Herz. Schon vor 100 Jahren. Diese Bilder sind 100 Jahre alt, meine Lieben. 100 Jahre alt. Mehr als 100 Jahre. Und wieder mit aufgemachtem Herz. Ich habe öfters mal gesagt, wir müssen mit dem Herz denken, nicht mit dem Kopf. Und ihr habt euer Herzen aufgemacht. Mehr als Danke kann ich nicht sagen. Das Geld ist in die richtigen Hände gekommen. Und ich weiß, ist noch nicht alles, ist noch nicht alles. Da kommt noch aus Japan, haben wir geschrieben. Ihr könnt noch immer spenden, ihr könnt, diese Leute würden jetzt noch mehr Hilfe brauchen wie bis jetzt. Ich sage eins, ich würde zum jeden extra fahren und zu jedem Geld bringen. Und heute bin ich nach Mengesch gefahren. Wisst ihr, ist jetzt wurscht egal, von Mengesch kommen viele berühmte Harmonika-Firmen, Melodia, Zupan, Tothermi, die Kapsch-Harmonika. Der Mengesch bei Ljubljana ist, haben wir gesagt, es ist eine Zentrum von dieser Oberkrainer Musik, das ist in Oberkrain. Und in Mengesch, meine Lieben, lebt der Janes Bär. Er hat auch Hilfe gebraucht.
kennst du ja von Alpenoberkrainer. Und ich habe dann mit dem Simon Golobitsch telefoniert, den kennen Sie sicher, der hat die größte Sammlung von Oberkrainer Musik auf der Welt, mehr als halbe Million Produkte. Und hat gesagt, na, bei Janis schafft man schon irgendwie. Er war 11 Tage bei Janis im Keller drin und hat geholfen, alles zu retten, quasi von alten Schallplatten, alten Noten, alles Mögliche. Und hat gesagt, René, der das jetzt dringend Hilfe braucht, ist der Primož Kosec. Es ist von Oberkrainer Sextett, Klarinettist. Und Japaner haben gesagt, René, die haben 1000 Euro, 1071 Euro überwiesen, Hälfte soll nach Mengesch gehen und Hälfte für Marian. Und ich habe gesagt, okay, jetzt bringe ich Hälfte. Bin ich schon heute unterwegs gewesen, den ganzen Tag, mein Leben. Ich bin vor Livestream nach Hause gekommen und echt, meine Lieben, schauen Sie jetzt das Foto an. Ich war bei Klarinettist von Oberkrainer Sextett, bei Primož Kosec, zu Hause. Das war heute. Sehen Sie, ich habe ein gleiches T-Shirt wie jetzt, ein stolzer Steirer, bei Kosec zu Hause. Ich habe mich angeschaut. Er hat komplett alles verloren: von Möbel, alles weg, alles kaputt. Und nicht nur das, meine Lieben, nicht nur das, nicht nur, dass der Möbel, Fliesen, alles weg im Haus. Der hat 1 Meter Wasser im Haus gehabt. Möbel ist weg, wie gesagt, Fliesen, Laminat, alles kaputt, alles kaputt. Noch mehr. Vor Haus standen 2 Autos. Und jetzt zeige ich euch das Foto. Bitte schaut ihr das an. Schaut ihr den Foto an. Sehen Sie das? Er ist im Obergeschoss gewesen und hat nur runter fotografiert. Beide 2 Autos sind kaputt, die sind jetzt schon weg, weil die kann man nichts mehr reparieren. Es ist aus. Hat gesagt, René, es war innerhalb in 2 Minuten, also hoch Wasser ist kommen. Brutal. Es war, wie gesagt, mehr als 1 Meter Wasser. Und meine Lieben, nicht nur das. Sehen Sie, da sind alle 2 Autos kaputt. Im Haus hat Wasser gehabt. Und auch die Anlage von Oberkrainer Sextett ist kaputt. Weil der war unten im Keller bei ihm. Schauen Sie nochmal an das Bild an, bitte. Sehen Sie, da links ist die Garage von Autos und da drin war die Anlage von Oberkrainer Sextett. Und die Anlage von Oberkrainer Sextett ist auch kaputt. Die haben nur weg alles geschmissen. Die könnten nichts mehr reparieren. Warum erzähle ich das alles? Ihr habt es eh geholfen. Aber da habt ihr so viele mir geschrieben, habt ihr gespendet, egal wie viel, von 10 Euro bis zum 500 Euro, 1000 Euro. Und viele haben mir gesagt, René, wir haben wunderschöne Stunden mit dem Musikanten aus Oberkrain, aus Slowenien erlebt. Da habt ihr wunderschöne Momente zu uns gebracht. Und es ist Kleinigkeit, was ihr jetzt zurückgeben könnt, diesen Menschen zu helfen. Ich habe mich da jetzt konzentriert, vielleicht viel zu viel auf die Musikanten. Wie gesagt, Marian hat bei mir gespielt. Der Primož Kosec spielt bei Oberkrainer Sextett. Freilich, es gibt noch andere. Habt ihr auf Facebook gesehen? Auch der Igor und seine Oberkrainer hat sein Akkordeon verloren. Kapsch Harmonika. Eine ganze eine Lebensarbeit, weil der hat einen ganzen Betrieb im Keller. Alles kaputt. Ich kann mir das ehrlich nicht vorstellen. Ich bin am diesen Sonntag, habe ich hier einen Post gemacht, bin ich in Bad Ratgersburg bei Murg gestanden. Dann würde die Mur rübergehen, da würde bei Südkrank auch alles so sein. Darum sage ich noch einmal, danke. Ihr habt schon so viel geholfen. Aber wisst ihr, das, was mich
immer wieder traurig macht, ist das, ich bin jetzt bei den Menschen gewesen und diese erste Hilfe ist von Staat kommen, jetzt ist der Staat weg und jetzt müssen sie Menschen selber helfen. Und glauben Sie mir, wenn jetzt ein Herbst kommt, dann haben die ein Problem. Die Heizungen sind kaputt, die haben nichts zum Heizen und so weiter und so weiter. Wenn es ihr in die Zukunft noch ein bisschen was gespendet, ich würde nicht sagen, ich habe schon sowieso genug gespendet. Da habt sich so engagiert, echt, danke. So engagiert und ihr habt es, mir ist so heiß, bei euch auch, bei mir auch. wie gesagt, statt eine Schachtel Zigaretten im Monat oder statt, ich weiß nicht, zwei Bier oder statt irgendwas, ich trinke auch so gerne, mache jetzt Werbung, mir ist wurscht, Red Bull, den Leid zu spenden, den Leid zu geben. Und wisst ihr, ich kann euch gar nicht beschreiben, wie die glücklich gewesen sind, wenn du denen Geld nach Hause in eine Kuvert bringst. Das ist, das kann man gar nicht beschreiben. Das kann ich gar nicht euch beschreiben, diesen Gefühl. Und ich als starker Mann will ich den Leuten was erklären, von wo kommt das Geld und so. Und finde ich keine Worte auf einmal. Und habe ich auch Tränen in den Augen. Aber nur wegen guten Menschen wie ihr seid. Danke. Danke, danke, mehr kann ich nicht sagen. Freilich, ich muss mich auf die Sachen dort auch ein bisschen aufregen, was passiert ist, weil ich habe in deutscher Sprache habe ich geteilt diese Videos. Ihr wisst, René, der Untersteirer, diese Seite. Ich bin ein Slowene. Ich bin in Slowenien geboren. Wenn wir jetzt ganz genau sind, damals, wenn ich geboren gewesen bin, war noch Jugoslawien. Ja, Muttersprache ist Slowenisch. Aber ich bringe zu euch, ich sage immer, wir sind Altösterreicher. Wir waren 1000 Jahre zusammen mit euch in Monarchie, bis zum Ersten Weltkrieg. Ich will nur immer wieder betonen, es gibt auch die Untersteirer. Ja, es gibt Oberkreiner, Slavko, Hut ab, hat genug Werbung und alles gemacht. Aber es gibt auch die Untersteirer und unsere Seele, quasi, das ist der Ostslowen, ist ein bisschen anders wie in der Oberkrein. Aber da haben sich trotzdem jetzt mindestens drei oder vier Leute aufgeregt, ob ich auf die Muttersprache vergessen habe, weil ich habe den Video geteilt, wo ich bei Marian und bei Zvetko gewesen bin, wo ich quasi denen euer Spenden gebracht habe. Und dazwischen war auch ein Kärntner Slowene, hat sich voll aufgeregt, der hat mich dann sofort blockiert, ich könnte ihm gar nicht zurückantworten, ist mir eh wurscht. Wisst ihr, ich weiß, was meine Muttersprache ist, aber ich will euch meine Seele zeigen, herbringen, zu euch kommen und herzeigen, pass jetzt auf, es gibt auch slowenische Steirer oder sogenannten Untersteirer. Und ich habe auf Muttersprache nicht vergessen, aber eins ist sicher, alle 6.000 Euro Spenden und die das noch kommen, meine Lieben, sind von Leuten aus deutschsprachigem Raum. Und da verdient sich ihr das alles in deutscher Sprache quasi zu erklären, wo der Geld hingegangen ist, zu wem das gekommen ist, und dann muss ich das euch jetzt auch so erklären, weil ich weiß, wenn ihr da Facebook schaut und so und dann schreibt ein blöder Kommentar, hast du auf Muttersprache vergessen, dann macht der Facebook sofort übersetzt auf Deutsch und dann schaut ihr schon an, was da los ist und so. Geld kommt in die richtige Hände und ich bleibe bei deutscher Sprache, weil, wie gesagt, ich bin schon insgesamt 23 Jahre, mache ich für deutschsprachigen Raum. Ich bringe meine Seele zu euch und ich bleibe bei dieser Seele und ich bleibe bei deutscher Sprache. Nur, dass ihr das wisst. Wer ist alles drin? Der Original Südklang-Harmonika, der Luis, liebe Grüße, hat das geteilt. Wunderschönen guten Abend. Dann Brian Paulic, Lepostrau ist Kanada. Ja, meine Lieben, ich fliege am Montag in der Früh weg von München nach Kanada und bin ich insgesamt, schätze, 9 Tage in Kanada, habe ich Workshops und alles. Ich
fliege auch zum Franz Frank, den kennen Sie da von Facebook auch. Das ist der Österreicher, der das dort Gasthaus hat, Entschuldigung, Gasthaus hat, der Chef Henry, und hat österreichische Gasthaus in Kanada. Und es freut mich riesig, diese Leute kennenzulernen. Christoph Lehner, eine super Sache. Christoph, es freut mich riesig. Du warst schon, warum auch? Im September sehen wir uns. Dann der Harald, Grüße, alle Südklang, Freude, der Ziegermander. Wir sehen uns morgen. Eine große Ehre. Der Harald kommt zu mir. Harald, du kannst dich vorbereiten, da werden wir da ein Interview machen, da drin. Christian Lutz, Servus René, viele Grüße, tolle Sache. Renate, Servus René, liebe Grüße. Bernd Josef Fuhrmann, grüß dich René, liebe Grüße nach Bayern. Silvia, liebe Grüße aus der Schweiz. Bert, hoi René, Grüße aus Liechtenstein. Stanko, viele Grüße. Stefan Wertz, René Chvala. Danke, ist es auf Slowenisch. Ja, wie gesagt, ich habe das gesagt, ich muss heute den Stream machen. Ich muss euch auch erwähnen. Wie gesagt, momentan haben wir 6.000 Euro gesammelt. Das ist schon alles auf diese drei Familien gegangen. Noch einmal, schauen Sie bitte das an. Sie können diese Leute auch fragen. Das ist der Marian und der Zvetko hat da jede Hälfte gekriegt, quasi a zwei Drittel. Und der Primož Kosec, Klarinettist von die Oberkrainer Sextett, ist, schauen Sie das an, und das ist von Primož, von Oberkrainer Sextett. Alle zwei Autos kaputt und im Untergeschoss alles kaputt, Fliesen, Laminat und so. Und ja, das würde noch lang dauern. Ja, schauen wir mal. Der Luis hat gerade geschrieben, ja, aha, das ist ganz wichtige Information. Wir haben geschafft, die Domain Südklang, Suedklang quasi, ohne Umlaut.eu zurückzukriegen. Aber die Seite nicht, die ist gehackt, das wisst ihr, aber die geht. Schauen Sie, da hat der Luis jetzt gerade in der Nachrichten geschrieben, Südklang.eu geht. Christian Wolf, wann sehen wir uns wieder? Bald. Aha, da würde noch ein paar Tage dauern, dass das Südklang geht. Der Luis macht jetzt die Seite. Ich bedanke mich auf Luis. Luis ist sehr aktiv. Aber Luis, du hast jetzt Zeit, bist du in Pension. Bisschen Spaß muss sein. Aber noch einmal menschliche Hilfe. Ich muss noch ein paar Sachen euch. Ich sage absichtlich, habe ich diese zwei Fotos, weil die habe ich bei mir im Haus. Sind über 100 Jahre alt. Sehen Sie den Herz. Wir müssen die Herzen aufmachen. Nicht nur jetzt in diesen Situationen, was uns betroffen hat in Slowenien. Auch normalerweise muss man mit dem Herz denken, meine Lieben. Mit Herz und nicht mit Kopf. Das habe ich schon öfters mal gesagt. Und ich muss mich da aufregen. Es ist der letzten Monat. Wir haben jetzt seit 2017 offiziell Südklang. Kleine Firma, die das 100, 120 Harmonika im Jahr produzieren kann. Und freilich meine Idee, ich lebe das von morgens bis abends. Ich will sagen, ich gehe nicht in Pension, ich gehe nicht jetzt nirgends genießen. Da ist viel Geld in der Firma gegangen und da ist noch immer zu kämpfen. Aber wisst ihr, die Lage momentan in Welt ist so, dass der, ja, da brauche ich euch nicht erzählen. Alles ist teurer geworden. Es ist alles unangenehm. Die Zukunft ist nicht sicher, obwohl ich habe genug Glaube. Ich glaube an das, dass das die guten Zeiten noch kommen, weil wenn wir mit dem Herz denken, ganz wichtig. Und ja,
Ich habe zum Beispiel, wenn der Corona gekommen ist, obwohl, siehst du ja, wir haben schon auf Corona vergessen. Ich habe damals, das kann der Andreas Ziesler bestätigen, oder da drin sind ein paar Botschafter, Damian Servus, paar Botschafter, Südklang-Botschafter, die das ständig immer wieder Werbung für Südklang machen. Ich bedanke mich noch einmal recht herzlich. Aber was ich sagen will, ich habe damals noch mehrere Botschafter gehabt. Ich habe für die Botschafter absichtlich haben wir auch gute Preise für Harmonikas gemacht, haben wir denen Harmonika geliefert. Und ja, da haben mich ein paar Botschafter schön ausgenutzt in der Sinn. Die haben jetzt Harmonikas weiterverkauft, noch für besseren Geld. Und die sind kein Botschafter mehr. Oder nicht nur das, die haben Harmonika gar nicht bezahlt. Aber das überleben wir auch alles. Das ist unwichtig. Wenn du bei solchen Menschen bist wie Marianis oder Zvetko oder der Primož Kosec, dann ist Geld unwichtig. Freilich ist wichtig jetzt, wenn wir das alles reparieren wollen. Aber wenn es ums Leben geht, was brauchen die Leute? Die brauchen nichts anderes wie ein warmes Zuhause. Was werden wir mitnehmen? Auch nichts. Das wisst ihr. Egal. Aber auch das werden wir überleben. Deswegen wisst ihr, vielleicht würden sie mitbekommen oder sehen, dass der paar Leute, die sich immer wieder da bei Stream gemeldet haben, jetzt nicht mehr drin sind, aber das ist absichtlich, weil im Leben ist einfach so, da musst du dich umdrehen und weitergehen und nicht mehr zurückschauen. Von Geschichte muss man auch was lernen. Die muss da drin oder da hinten bleiben. Nur einfach weitergeben. Die verdienen sich nicht mehr das, was haben sich bis jetzt verdient. Da habe ich zum Beispiel gerade gestern so nachgedacht, da habe ich ein WhatsApp geschaut für einen, der sich jeden Mittwoch gemeldet hat. Was habe ich für den Mensch alles gemacht? Ich habe immer gesagt, es wird schon, geh mal weiter. Dann habe ich Tipps gegeben zum, beim Spielen und alles. Und jetzt am Schluss macht er, am Schluss ist er so primitiv, frech und ja, wie soll ich das sagen? Ist wurscht. Einfach, ich habe ihm gesagt, meine Tür für dich sei noch immer offen, aber ich brauche nicht mehr, ich verdiene mir das nicht, solche Kommunikation mit dir. Du kannst immer vorbeikommen. Wenn ich dir helfen kann, würde dir helfen. Egal, was du mir jetzt getan hast. Aber ist so. Und noch einmal, diese Momenten, wie jetzt bei uns passiert sind, alles, was kommt, wie die Lage in der Welt ist, die hat jetzt uns so weit gebracht, dass der Herz wichtig ist. Und das haben unsere Urgroßvater, Urgroßmutter schon gewusst. Das hat ein Künstler gewusst, der das gemalt hat. 1890. Und haben kein Facebook gehabt, kein Handy, kein Strom, nix. Die haben gewusst, Herz ist wichtig und nicht die Kopf. Ja, meine Lieben, wer ist noch alles drin? Christian, Dejan, habe ich hier gesagt. Christian Wolf. Gute Einstellung. Ja. Deine Preise sind okay. Andreas, danke. Ja, ist so, wie es ist, meine Lieben. Aber danke nochmal für die Hilfe. Ich denke, wir haben den Geld in die richtigen Hände gebracht. Die Leute waren überglücklich. Und schauen Sie nochmal das an. Schauen Sie bitte das noch einmal an, wie die glücklich sind. Primož Kosec von
Oberkreiner Sextett. Und Marian und Zvetko, jeder hat Kuvert in Hand, quasi. Ich habe direkt zu denen gebracht. Schauen Sie, was denen passiert ist. Wie gesagt, das ist der untere Teil von Fassade weg, Treppen sind weg. Schauen Sie, was für ein Loch hat da der Wasser gemacht. Brutal. Brutal. Und zum Beispiel, ich habe den Marian, wenn ich zu Marian gekommen bin, der hat mich urabend, der hat mich sicher 2 bis 3 Minuten nicht auslassen. Er hat schon gewusst, warum, ne? Und danke für jeden Cent, weil das sind in die richtigen Hände, sind die gegeben. Ich bin sehr zufrieden mit dem Südklang. Top Arbeit. Danke, Karl. Ich weiß, meine Lieben, wir könnten nicht, unsere Harmonika kann nicht für jeden quasi gut sein. Jeder hat eigene Vorstellungen im Leben. Ah, meine muss so ausschauen und so und auch vom Spielgefühl her. Nur, Sie müssen eins wissen, bei Südklang, Andreas kennt auch persönlich die meine Burschen, bei Südklang ist so, du musst eine Ziel haben, einen Weg, das ist unser Weg, wir gehen so hin und nicht jetzt so und so und so. Und es war ein Prozess, wissen Sie, es war ein Prozess. Und wenn ich auf die Bühne spiele, weil ich stehe schon jetzt 30 Jahre auf die Bühne und ich weiß, was mir Harmonika geben muss und ich kann mit dieser Harmonika gut spielen und ich bin nicht müde, die geht leicht und alles und die klingt und die kommt. Wir sagen, die kommt, die hat einen Klang. Das sind meine Vorstellungen. Freilich, es gibt die Leute, die sind mit dem nicht zusammengekommen und die sind jetzt einfach weg. Die gehen zu anderen, weil die fühlen sich bei anderen besser. Aber ich bin in der Geschäft, das, was ihr seht auf Facebook und so, das ist der, wie bei heutzutage bei News, wie bei Zeit im Bild, wie bei Nachrichten, das ist nur 20-25% Wahrheit, was sie sehen. Und das, was auf Facebook drin ist, da würde kein anderer Hersteller mit euch so ehrlich gesprochen. Das ist momentan zwischen Hersteller ein großes Krieg. Ich sage das öffentlich. Ich bekomme das von Lieferanten auch. Die sagen mir, wie die Lage ist. Wie streiten sich die? Ich will weggehen von diesem Streit. Interessiert mich nicht. Warum streiten sie die? Weil die Bedarf, die Nachfrage weniger ist. Das merken sie auch bei den großen Schulen. Gewisse Leute sind weg. Und dann die Online-Schulen, die das früher so große Werbung für andere Hersteller gemacht haben. Auf einmal machen die nicht mehr, machen für ein anderer. Aber das bedeutet, der andere, der das vorher vorne gewesen ist, ist jetzt irgendwo dritte, vierte Geige. Der beschwert sich auch. Ich habe mich vor kurzem habe ich mit einem sehr bekannten Marktspieler geredet. Da haben wir uns gefragt, wer braucht jetzt noch heutzutage neue Marken? Freilich. Wir leben in einer demokratischen, wirtschaftlichen, freien Welt. Jeder kann machen und tun, was er will. Aber wenn schon die Hersteller, die das x Jahren auf dem Markt sind, Probleme haben, dann könnten die Neuen noch mehrere Probleme haben. Die Zeiten haben sich geändert. Ist so. Ist so und... Ja, schauen wir mal. Werden wir sehen. Ich habe nur beschlossen, jetzt nach den paar Situationen, wie gesagt, was jetzt in kurzen letzten 2-3 Monate passiert ist, einfach musst du eigene weggehen und sagen, ist was ist, der, das dich verfolgt, verfolgt dich. Der, das mit dir zusammenkommen kann, ist okay. Der, das nicht zusammenkommen kann, bitte. Tür ist immer offen, da kannst du gehen, aber wenn du willst, kannst du in 2 Jahre zurückkommen, 3 Jahre. Da würde ich gar nicht böse sein oder sagen, du, hallo,
ja, du hast vor 2 Jahren das und das gemacht. Ich habe eine Geschichte im Hintergrund, meine Lieben, da könnt ihr gar nicht glauben. Es gibt keine Feinde. No. Es gibt nur die Menschen, mit denen du zusammenkommst, so, mit dem Herz. Und es gibt die Menschen, mit denen du nicht zusammenkommst, aber das sind keine Feinde. Obwohl die versuchen, dir alles kontra zu machen und so, aber ja, ist einfach so. Ja, da habt ihr gesagt, bei euch ist auch heiß, bei uns auch. Ich bin seit Sonntag weg. Montag fliege ich nach Kanada. Dort haben wir viele Freunde, die das uns auch verfolgen. Ich besuche die Freunde. Wir machen Workshops, Präsentationen. Da werden wir auch spielen bei gewissen Freunden. Musik geben. Quasi, ich gehe alleine hin. Aber was ich sagen will, ich würde dort ein paar wunderschöne Berichte machen und ich würde euch berichten, wie in der Kanada ist. Da kennt ihr durch die Südklang euer Connection auch nach Kanada aufbauen. Und das gebe ich euch, das gibt man nur bei Südklang. Das sind meine Einstellungen, weil wir sind tatsächlich eine große Familie. Und das habt ihr jetzt gezeigt, auch mit euren Spenden für unsere Freunde, unsere Musikanten, die das euch wunderschöne Stunden im Leben gebracht haben. In Kanada bin ich nur bis 7. September, quasi von 28. Monat. Eigentlich bin ich weg, nur 7, 8, 9, 9 Tage. Und dann bin ich wieder zurück. Und dann kommen langsam alle zurück, auch unsere Lieferanten. Ich weiß, es gibt ein paar Leute dort drin, die das auf die Harmonikas noch warten. Ich war heute in der Firma da, versuche mal das Beste zu machen. Ich gebe jeden extra sowieso Bescheid, wann der Harmonika kriegt, wann der Material kommt. Aber ich sage euch, ist noch immer nicht leicht, noch mehr ist noch komplizierter alles geworden. Aber wird schon. So, es war schön, mit euch das alles zu teilen. Ich muss das nochmal zeigen. Ich werde morgen noch ein Video teilen, weil ich habe gesagt, ich versuche, wie gesagt, ihr, da, alle, die das jetzt drin sind, habt ihr alle schon gespendet. Tausendmal danke. Ich mache eine Liste. Ich würde alle schreiben, wer gespendet hat. Hoffentlich schaffe ich das jetzt, weil morgen bin ich unterwegs. Übermorgen Samstag spülen wir beim, wenn ihr in der Nähe von Kärnten seid, Hartlstadl. Hartlstadl ist ein großer Fan von unserer Musik. Sind wir mit Untersteirer dort 3 Stunden ab 14 Uhr. Das ist in Kärnten, Lavamünd. Könnt ihr vorbeikommen? Herzlich willkommen. Weil der Reini, der Juniorchef, hat Geburtstag und hatte gesagt, da muss hier mit Untersteirer vorbeikommen. Gerne. Und am Sonntag, ja, da bin ich schon weg. Wie gesagt, und morgen würde ich noch einen Bericht machen. Ich will auch schreiben, wer alles gespendet hat. Nicht wie viel, ist unwichtig, weil jeden Cent, jeden Euro zählt. Und der das mehr gespendet hat und der das weniger, ich kann ja jedem nur in die Augen schauen und sagen, danke. Und wenn könnt ihr noch was spenden und so, würde ich, wie gesagt, noch einmal die Kontonummer schreiben und dann, wenn ich von Kanada zurück bin, dann würde ich das wieder zu dem Leut bringen, die das brauchen. Es gibt genügend Leute in Slowenien. Und jetzt sind die ganz wichtigen Monate vor uns, September und Oktober, weil im Oktober kann es schon kalt sein. Da brauchen die alle Heizung und so weiter und so weiter. Herbert, ich freue mich schon auf deine Kanada-Berichte. Ja, ich auch. Es ist für mich, ich war noch nie in Kanada. Ich gehe erstes Mal hin, aber der Heiner, der wilde Kaiser, der ist auch Botschafter von Südklangharmonika in Kanada. Der hat sich bemüht, dass wir fast jeden Tag irgendwo sind und
mach mal Berichte und ich würde euch dann posten. So, ist nicht überall WLAN, das wisst ihr eh. Würde ich posten, dass das zu euch kommt. Christian Lutz, vielleicht kannst du noch durchgeben, wohin die spenden sollen. Ja, Christian, bitte morgen würde ich einen Post machen. Und aber wenn du jetzt bei dieser Seite ein bisschen zurückgehst auf die letzte Woche, würdest du finden. Das ist der Musikverein Slowenska Steirska Untersteiermark und da kommen die Spenden hin. Da bin ich der Obmann, da sind eh mehrere Musikanten drin und da ist alles transparent. Ich gehe dann auf die Bank, so wie jetzt am Montag, habe ich da komplettes Geld abkommen. Stellen Sie das vor, wenn will man das Geld überweisen, das ist ganz wichtige Information in Slowenien. Wenn würde jetzt Marian Geld auf Konto kriegen, dann muss mehr Einkommensteuer zahlen. Es ist ja traurig von einer Stadt, die das jetzt Hilfe braucht. Einkommensteuer, weil er würde jetzt ein paar tausend Euro Spende kriegen. Verstehe ich herrlich nicht, aber deswegen, ja, deswegen würde ich sagen, da überweisen und die bringt denen Geld so in Kuvert. Und morgen schauen Sie den Video an. Ich würde den Video teilen. Es ist 5 Minuten langes Video, weil da haben wir dann Marian mit Marian quasi den Zvetko besucht und gesagt: Zvetko, wo ist deine Spende? Und er hat gesagt: Danke, danke, danke und so gezeigt. Herrlich. Freilich nicht schön, was passiert ist, aber. Ist doch nicht wichtig, die Liste, die wo gespendet haben. Es ist von Herzen. Ja, hast du recht. Wissen Sie, wie das ist? Ich will nur sagen, es ist gang, es ist zum Leut kommen. Sie könnten auch die Leute fragen mir. Ich habe da keine schlechte Gewissen. Ich fahre hin, die Leute kriegen das Geld. Sonst würde ich auch nicht posten. Ich würde nicht hinfahren und einen Post machen. Das wird jetzt ein Blödsinn sein. Primo Steiner, Pozdravljen. Wenn Sie eine richtige oberkleine Tracht brauchen, ist der Primo Steiner eine richtige Adresse. Oder nur Geldbeutel mit steirischer Harmonika drauf. Primo macht die oberkleine Tracht. Der kommt aus Unterkrain, ein bisschen südlicher von Ljubljana bei Grosuplje. Und ja, sein Sohn spielt super Harmonika. Eine musikalische Familie, ganz liebe Familie, echt. Andreas, ist nicht wichtig, eine Liste zu machen. Ja, okay. Danke. Danke für euer Meinung, meine Lieben. Ihr seid eh alle Südklang-Familie. Euer Meinung ist für mich auch wichtig. Danke. Mach mal keine Liste. Wie gesagt, bis jetzt war 6.000 Euro, das ist jetzt schon weg. Aber zum Beispiel, ich habe schon heute gesehen, es sind wieder 300 kommen und da kommt jetzt noch der Geld aus der Japan. Ich weiß, weil da hat der Satoko mir geschrieben, die haben 1.071 Euro gesammelt. Stellen Sie sich das vor, die haben ein Konzert in Japan gemacht mit Oberkreide Musik. Ein Japaner, die das 1200 Kilometer weg von uns da leben. Aber warum? Weil die waren schon jetzt 2 Jahre bei mir da. Letztes Jahr und heuer. Ich habe auch geschaut, dass wir gastfreundlich gewesen sind, dass ich Quartier besorgt habe. Warum? Weil wenn ich in Japan bin, kann ich auch bei denen schlafen. Dass meine Eltern und meine Frau und alle, die haben da gekocht, dass die zum Essen gehabt haben. Dann haben wir letztes Jahr Sascha, Besuch Sascha, sagt, ah, René, habe ich viel Stress, ich kann mich eine halbe Stunde Zeit nehmen, dann ist der 1,5 Stunden mit Japaner zusammengesessen. Und heuer haben wir den Slag-Museum besucht. Und das ist wichtig heutzutage, uns Zeit zu nehmen für euch, für uns. Es ist viel mehr wert wie alles anders. Und wenn irgendjemand Hilfe braucht, alle zusammen. Es ist eh, heute hat mir Primož Kosec von Oberkrajina Sestet gesagt, wissen Sie, was für ein Schade der hat? Zwei Autos weg, habe ich schon vorher gesagt, die das jetzt zum Beispiel dazukommen sind. Zwei Autos weg.
unten alles Fliesen, Laminat, Möbel, alles, alles cool. Auch sein Musikraum. Anlage von Sextett, Oberkleine Sextett, kaputt. Spielt nicht mehr. Und ihr wisst, was heute Anlage kostet. Ein digitaler Mischpult mit Boxen und so. 20.000. Alles kaputt. Hat er gesagt, die haben jetzt schon am Sonntag in Österreich gespielt bei einem Frischhoppen. Und dann waren ein paar Leute aus Österreich, die das mitbekommen haben, was passiert ist. Hat er gesagt, Primoz sind zu mir gekommen. Hat der eine gesagt, da hast du sofort erste Spende. Und dieser Mann hat er gesagt, ist auch der Fliesenleger. Hat er gesagt, ich komme von Österreich nach Slowenien. Wenn der Haus trocken ist, dann würde dir helfen, die Fliesen zu legen. Andreas Ziesler, mein bester Botschafter und Freund und alles, hat mich am Montag in der Früh, das muss ich diese Geschichte mit euch teilen, hat mich angerufen, hat gesagt, hast du Wasser in der Firma, in der Bad Radkersburg? Ich sage, Gott sei Dank nicht. Und um 22 Uhr bin ich bei Murg gestanden und habe geschaut. Und da war 15 Zentimeter weg von das, dass das rüber geht, quasi so. Und sagt, wenn würdest du Wasser haben, da würde ich alle meine 15 oder wie viel Angestellte Andreas hast, runterschicken, dir zu helfen. Was soll man sagen? Es freut mich, so ein Livestream zu machen, wie heute ist. Ich bedanke mich recht herzlich. Mehr kann ich nicht sagen. Ich bin voll unter der Druck. Wisst ihr, wenn ich am Montag bin ich um 2 Nachmittag bei Marian gewesen. Nach Hause bin ich gekommen um 2 in der Früh. Weil ich habe mir ganze Nachmittag und Abend Zeit genommen und bin, haben wir zusammengesessen und dann diskutiert. Aber und da komme ich ganz genau noch um 2:30 nach Hause. Wollte ich schlafen gehen, könnte ich nicht einschlafen. Habe ich meine Frau aufgeweckt, hat sie gesagt, du, warum gehst du nicht schlafen? Ich habe gesagt, ich kann nicht. Weil das, was ich gesehen habe, hat mich so eingedrückt und nicht nur das, dass die Leute alles verloren haben, auch das, dass jetzt 14 Tage alles aktuell war. Und jetzt ist am Abend nur vielleicht ein Bericht über der Hochwasser. Und jetzt sind Leute alleine geblieben. Aber da kommt ein Signal von uns. Ihr seid nicht alleine. Wenn könnten wir helfen, dann helfen wir. Auch wenn jeden Monat 5 € geht, statt für eine Schachtel Zigarette oder an Bier, weil Bier kostet eh schon Gas aus 4,50 oder fast 5, geht 5 €. Und so ist es. Karl-Heinz Kominga, Grüße aus Ostfriesland. Auch mein Wunsch. Jetzt fliege ich nach Kanada und in Ostfriesland war ich nur einmal im Leben und ka bei Karl-Heinz noch nie. Mein lieber Karl-Heinz, ich muss jetzt etwas machen. Ja, wisst ihr, das muss ich sagen. Jetzt im Herbst, ich habe viele neue Sendungen vorbereitet. Wir waren so fleißig, wir haben so viel gedreht. Jetzt im Herbst bekommt ihr. Am Montag was, Montagabend, hier Facebook, YouTube, überall diese Sendungen kommen zu euch. Mittwoch bleibt dieser Livestream und dann kommt am Wochenende die Sendungen über wunderschöne Musik aus Slowenien, aus Österreich und so. Auf alle Fälle 3 neue Sendungen für euch. Da braucht ihr ja kein Gis zahlen. Das ist in Österreich Gebühr für Fernsehs. Ja, so, danke für eure Zeit. 58 Minuten sind wir live. Danke für euer Spenden. Ich würde morgen einen Post machen und ich würde euch zeigen, was der Wasser innerhalb in 2 bis 5 Minuten gemacht hat. Und ja, danke nochmal für alles. Danke, dass ihr treu seid, dass ihr
sich immer wieder Zeit für uns nehmen, für mich nehmen. Und ich mache das gerne, was ich mache, besonders wenn ich sehe, dass das auch ein Feedback ist, dass das zu euch kommt. Er will sagen, diese Sendungen, was wir jetzt am Montag machen, wenn ich von Kanada zurück bin, am Montagabend immer so um 20 Uhr, das sind die Tipps, wie können Sie Steirische besser spielen. Und ja, das würde ich euch immer zur Verfügung stellen, gratis geben. Das ist, bei allen anderen wird es ja das viel zahlen, aber wir haben gesagt, wir gehen unsere Weg. Danke für alles. Ich wünsche euch wunderschöne Sommertage noch. Genießt hier bis Samstag, haben wir gesagt, jeden Tag über 30. Wenige Gewitter. Und vergesst hier nicht, bitte. 100 Jahre alte Bilder. Über 100 Jahre. Von mein Urgroßvater. Noch einmal mit dem aufgemachten Herz. Der Jesus und Maria. Aber wichtig ist das in der Mitte. Gesicht gar nicht. Herz. Mit Herz muss man denken. René, ich hoffe, du hattest einen schönen Geburtstag. Ja, ey, danke noch. Ich habe schon vergessen. Ganz ehrlich, vergessen. Ich habe mich gestern bedankt. Danke für alle Glückswünsche. Ja, ein Jahr älter, hoffentlich auch ein Jahr ein bisschen gescheiter. Da bin ich nicht sicher. Ja, ich war sowieso den ganzen Tag unterwegs. No, und dann um 5:30 bin ich nach Hause gekommen und ist meine Schwester mit Familie gekommen und mein Neffe ist auch Musikant. Und ja, wir haben Abendessen zusammen gehabt, nur in der Kreis von Familien. Aber ansonsten wisst ihr, wie das ist. Da nehmen wir uns sowieso zu wenig Zeit für eigene Leute, aber ist so. Hoffentlich irgendwann ein bisschen mehr. Ja, jetzt könnt ihr noch ein bisschen drin bleiben. Ich würde noch ein paar wunderschöne Lieder laufen lassen, dann habt ihr einen schönen Abend und dann schließen wir diesen Abend mit dem Musik und alles und Steirer Wahnsinn. Live. Diese Sendung kommt auch. Musikantenstammtisch bei Gasthaus Mittel. Das haben wir gemacht jetzt 2 Tage in Bayern vor Urlaub. Schauen Sie das an. Da kommt jetzt Alexander Pacek und der Otto. Genießt hier diesen Abend und bleibt hier noch ein bisschen drin, weil da bleibt jetzt wunderschöne Musik. Tschüss, Vierti, Papa. Und gute Nacht. Danke nochmal. 3. Wir sang die zu abpfeifen, vom Grundelsee, vom Grundelsee. Mein Bruder pfeift rund im Tor, hier auf der Höhe, hier auf der Höhe. Thank you.
einmal heiraten musst. Heirat gleich sie, du je, heirat gleich sie. Sechs sie zum Arbeiten. Ohne zum Lieren, du je, ohne zum Lieren. Hey, 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 hey
20 Jahre Alpen-Yetis. 20 Jahre Alpen-Yetis, wenn das kein Grund zum Feiern ist. 20 Jahre Yetis live, den Sound, den man nicht so schnell vergisst. Heute sagen wir Danke, Freunde, Vagötzko für die schönen Jahr. Auf die nächsten 100 Jahre, die Bock mal leicht, das ist doch klar. Unfassbar, wie die Zeit vergeht, ab ist ein Altsamer schon worden. Doch haben wir noch viel Energie, wir machen weiter, macht euch keine Sorgen. Doch heute sagen wir Danke, Fans, voller Ehrfurcht und voll Stolz. Für die Treue und das Herzbeben, das ihr uns hier immer wieder gebt. 20 Jahre Alpen-Yetis, wenn das kein Grund zum Feiern ist. 20 Jahre Yetis live, den Sound, den man nicht so schnell vergisst. Heute sagen wir Danke, Freunde, Vagötzko für die schönen Jahr. Auf die nächsten 100 Jahre, die Bock mal leicht, das ist doch klar. Nächtelang fahren wir durchs Land, Tag ein, Tag aus wird musizieren. Ja, so ist es jede Leben, weil wir die Musik immer noch spüren. Fürs Land, für die Leute wird Musik gemacht, ganz speziell für unsere Fans. Sehen wir es in Anbetracht, dass wir über unsere Grenzen gehen. 20 Jahre Alpen-Yetis, wenn das kein Grund zum Feiern ist. 20 Jahre Yetis live, den Sound, den man nicht so schnell vergisst. Heute sagen wir Danke, Freunde, Vagötzko für die schönen Jahr. Auf die nächsten 100 Jahre, die Bock mal leicht, das ist doch klar. Wenn das kein Grund zum Feiern ist. 20 Jahre Yetis live, den Sound, den man nicht so schnell vergisst. Heute sagen wir Danke, Freunde, Vagötzko für die schönen Jahr. Auf die nächsten 100 Jahre, die Bock mal leicht, das ist doch klar. Auf die nächsten 100 Jahre, die Bock mal leicht, das ist doch klar. Klimafix. Und jedes Wetter ist schön. Südklang Steirische Harmonika. Mach deine Seele frei.